Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte Ihnen eine sehr wichtige Einrichtung der Kirche vorstellen, die heute leider zu wenig bekannt ist. Die päpstlichen Missionswerke, Missio. Von Anfang an ist es Ausdruck der Weltkirche, wenn Ortskirchen sich gegenseitig unterstützen, das Evangelium zu verkünden und zu bezeugen. In der Tat bringt die Mission, getragen vom Geist des auferstandenen Herrn, die Räume des Glaubens und der Liebe an die äußersten Enden der Erde. Durch die im 19. Jahrhundert gegründeten Missionswerke erhielt die Verkündigung Christi einen neuen Impuls. Ziel war es, durch Beten und Handeln die Evangelisierung in den neuen Gebieten zu unterstützen. Diese Werke wurden durch Papst Pius XI. Als päpstliche Werke anerkannt, der auf diese Weise unterstreichen wollte, wie sehr dem Nachfolger Petri die Mission bei allen Völkern am Herzen liegt. Und noch immer ist es so. Heute führen die päpstlichen Missionswerke diesen vor 200 Jahren begonnenen wichtigen Dienst weiter. Sie sind in 120 Ländern mit Nationaldirektionen vertreten, die von den internationalen Sekretariaten beim Heiligen Stuhl koordiniert werden. Weshalb sind die päpstlichen Missionswerke so wichtig? Sie sind vor allem wichtig, weil wir für die Missionarinnen und Missionare und für das evangelisierende Handeln der Kirche beten müssen. Das Gebet ist das erste missionarische Werk. Das erste. Das erste, das jeder Christ tun kann und muss. Und es ist auch das Wirksamste, auch wenn es sich nicht messen lässt. Tatsächlich ist der erste Handelnde der Evangelisierung der Heilige Geist. Und wir sind dazu berufen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Außerdem garantieren diese Werke im Namen des Papstes eine gerechte Verteilung der Hilfe, damit alle Kirchen der Welt ein Minimum an Unterstützung erhalten. Für die Evangelisierung, für die Sakramente, für die eigenen Priester und die Seminare, die pastorale Arbeit und die Katechistinnen und Katechisten. Eine Unterstützung für die Missionarinnen und Missionare in der Evangelisierung. Und vor allem eine Unterstützung durch das Gebet, damit der Heilige Geist gegenwärtig ist. Er ist es, der die Evangelisierung weiterträgt. Deshalb ermutige ich alle, an unserer gemeinsamen Aufgabe mitzuarbeiten, das Evangelium zu verkünden und die jungen Kirchen durch die Arbeit dieser Missionswerke zu unterstützen. Auf diese Weise setzt die Kirche ihren Auftrag fort, sich in jedem Volk allen Menschen zu öffnen und freudig die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkünden, dem Erlöser der Welt. Von Herzen danke an alle. Grazie a tutti di cuore.